Weiter geht's mit Corekeeper. Und seit der letzten Folge ist immer wieder ein paar Sachen passiert. Es wurde zum Beispiel das legendäre Schwert gefunden, das Runenlied. Eine gar nicht mal allzu gute Waffe, die meistens schnell ersetzt wird. Aber immerhin hat sie ein paar nice Zweiteffekte und verliert keine Haltbarkeit. Dazu gibt es noch den Riesenpilz, die Bernsteinlarve und den Paradies-Fruchtkorb. Man kann alle drei Items einmal essen, um so dauerhaft 125 mehr Leben zu erhalten. Da wird natürlich sofort zugegriffen. Dann bin ich noch schnell weiter zum Kartentisch, um den Erkundungsfortschritt der anderen zu sehen und wollte dann weiter zu den Erzebohrern. Auf dem Weg zum Zinn konnte ich auch direkt mal das neue Schwert testen. Es ist jetzt nichts Besonderes, aber die 6 Leben, die ich bei jedem Treffer bekomme, sind ganz praktisch. Zinn gab es jetzt leider nicht so viel, aber dafür habe ich einige Items auf dem Weg zum Eisen gefunden. Was ist denn hier passiert, Alter? Da die Schleime, die überall auf Goms Weg spawnen, immer wieder gnadenlos von den ganzen Käflings abgeschlachtet werden, liegen hier haufenweise Items rum. Von Schleimbällen über Schrott bis hin zu Chrombeschwörungssteinen für den Königsschleim und haufenweise Rüstungen. Als ich dann endlich mal bei meiner Eisenquelle war, konnte ich das erst nicht mal mehr mitnehmen, da mein Inventar schon bis zum Rand mit random Sachen gefüllt war. Ich habe da aber einfach mal Phasen verschrottet, mir die knapp 300 Erze geschnappt und bin zurück in die Basis gegangen, um dann auch endlich mal meine permanenten Buffs zu aktivieren. Also habe ich erst den Riesenpilz, danach die Bernsteinlarve und dann auch den Paradiesfruchtkorb gegessen und hatte somit jetzt schon um die 597 Leben. Allerdings hänge ich den anderen immer noch etwas hinterher. Also wollte ich mich mal etwas um die Basis, meine Ausrüstung und den Skillbaum kümmern. Und da mir einer der wichtigsten Skills noch fehlte, habe ich mich mal wieder etwas dem Garten gewidmet. Um den freizuschalten, muss ich nämlich im Gärtner-Skillbaum Level 80 erreichen. Also habe ich immer wieder meine Pflanzen abgebaut, wieder angepflanzt, bewässert und dann den ganzen Prozess nochmal wiederholt. Das wurde allerdings ziemlich schnell langweilig. Also habe ich mich zur Abwechslung mal etwas um meine Ausrüstung gekümmert. Mittlerweile war nämlich auch das ganze Scarlet durchgeschmolzen, das wir in der letzten Folge schon gefarmt hatten. Und dadurch kann ich mir einige coole neue Sachen herstellen. Dachte ich zumindestens. Aber nachdem ich mir die Werkbank hergestellt hatte, habe ich gesehen, dass die meisten Sachen, die ich haben wollte, wie zum Beispiel die Rüstung oder den Rucksack, zum Herstellen Wolle brauchen. Ja, und die hatte ich nicht. Damit stand das nächste Ziel also fest. Wir brauchen Tiere. Also habe ich mir die Viehzuchtwerkbank hergestellt. Da drinnen kann man sich ein paar brauchbare Items für die Nutztiere herstellen. Unter anderem die Transportbox. Damit kann man Tiere einfangen und einfach ins Inventar stecken. Und muss sie nicht stundenlang bis zur Basis locken. Das spart also ordentlich Zeit. Da man die Box aber leider nur einmal benutzen kann, habe ich mir direkt ein paar mehr hergestellt. Ich wollte nämlich für den Anfang von jeder Tierart 4 Stück haben und die dann langsam hier in der Basis hochzüchten. Allerdings musste ich die ganzen Tiere auch erstmal finden und da ich dafür eh durch die ganze Map laufen muss und mir noch ein großes Kupfer und ein großes Scarlet Erz vorkommen fehlen, wollte ich diese zwei Aufgaben direkt miteinander verbinden. Also habe ich mir alles Nötige für den automatischen Abbau eingepackt und habe mich auf den Weg ins Arceus-Biom gemacht. Mir ist nämlich noch eingefallen, dass wir dort am Ende der letzten Folge eine große Goldquelle gefunden hatten und die wollte ich jetzt direkt als erstes anschließen. Dann kann die nämlich schon mal ein paar Erze farmen, während ich noch nach den restlichen Tieren suche. Und ich sag restliche Tiere, da ich die Kellerassel nämlich schon auf dem Weg hierher gefunden, eingepackt und direkt professionell verstaut habe. Jetzt ging's aber endlich mal los in den Wald, wo ich auch direkt noch den letzten Teil der Wildwächterrüstung gedroppt bekommen habe, die auch direkt mal den Schamanenschädel ersetzt hat. Nachdem ich mich noch weiter durch den Wald gekämpft hatte, bin ich auch endlich mal auf das erste Wiesenbiom gestoßen, wo ich meine erste Kuh und 2 Schafe fangen konnte. Mit den dreien im Gepäck bin ich erstmal zurück und habe sie genau wie die Kellerasseln in viel zu kleine Gehege gestopft. Da mittlerweile aber schon alle Pflanzen wieder vollständig ausgewachsen waren, habe ich auch die nochmal schnell abgebaut, wieder nachgepflanzt und bewässert. Danach habe ich die frisch geernteten Pflanzen auch direkt mal in die Schafe verfüttert, damit die schon mal mit der Wollproduktion anfangen können. Da ich diesen Vorgang aber gerne automatisieren möchte, brauche ich unbedingt einen Futtertrog. Das Problem ist allerdings, dass der Kupfer kostet. Und ich habe gar keinen einzigen Barren mehr. Also habe ich meine Erkundung wieder fortgesetzt und mich nochmal Ewigkeit durch das riesige Arceus-Biom geschlagen. Allerdings konnte ich weder einen Kupfer vorkommen, noch weitere Tiere finden. Aber immerhin bin ich dann nach Ewigkeiten mal auf eine Skalit-Erzquelle gestoßen. Dort habe ich auch direkt die Bohre angeschlossen und mich dann zurück in die Basis geportet. Und dort hatten die Schafe auch endlich mal genug Wolle für den neuen Rucksack gedroppt. Endlich mehr Inventarplatz. Und den Rucksack. Endlich. Plus 5 Inventarslots. Oh, so viel angenehmer. Stoppen wir direkt alles Wichtige rein. Jetzt kann's weitergehen. Allerdings war es erstmal wieder an der Zeit fürs Feld. Und nachdem ich mal wieder alles abgebaut hatte, war ich im Gärtner-Skillbaum auch endlich mal Level 78. Also ganz kurz vor den goldenen Pflanzen. Und solange die neuen Pflanzen wieder am Wachsen waren, wollte ich noch unbedingt eine Kupferquelle finden. Da ich mir nicht mal mehr Türen für meine eigene Basis leisten konnte. Da die Wahrscheinlichkeit, Kupferquellen im Arceus-Biom zu finden, allerdings relativ gering ist, wollte ich nochmal die letzten Ecken der Lehmhöhlen erkunden. Viel unerkundet ist da zwar nicht, aber eventuell habe ich ja trotzdem Glück. Also bin ich Ewigkeiten durchs Lehmbiom geirrt und wollte schon fast für den Tag offline gehen, als ich endlich das sah. Oh ja, da oben. Oh, danke. Jetzt kann ich in Ruhe offline gehen und das Ding kann über Nacht Kupfer farmen. Oh, sehr gut. Es läuft. Und ich habe auf dem Weg hierher schon 63 Kupfer gefunden. Das sollte für alle Futtertröge und sogar für die Türen reichen. Damit konnte ich es also endlich entspannt für die Nacht offline gehen und habe dann am nächsten Tag genug Kupfer für all meine Vorhaben. Das gibt es aber erst in der nächsten Folge.